Ja, nachdem wir uns jetzt heute hier schon ganz intensiv über Inhalte des Europawahlkampfs unterhalten haben, wollen wir jetzt einen kleinen Schwenk in das Optische wagen und feiern hier heute auf dem Landesparteitag eine kleine Premiere. Ich zaubere hier jetzt mal kurz das Wahlplakat, verschwinde dahinter, komme wieder hervor, das Wahlplakat der Düsseldorfer FDP für den Europawahlkampf. Frau Strack-Zimmermann, wie ist Ihr Eindruck? Also erstmal bin ich froh, dass es fertig ist, denn wir machen es uns ja nicht einfach mit Plakaten. Plakate sind ja nicht nur ein Hinweis auf den, der kandidiert, sondern soll ja auch etwas aussagen und das in Sekunden. Denn die meisten laufen dran vorbei, die meisten fahren dran vorbei und da muss natürlich sofort klar sein, von was sprechen wir. Clarisse Höhle, stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Mitglied im Kreisverband Düsseldorf ist unsere Spitzenkandidatin, nicht nur eine Spitzenfrau, sondern auch unsere Spitzenkandidatin. Und für uns war eben die Aussage, weil wir Europa lieben, wollen wir es verändern. Also positiv, ja, wir wollen in Europa was verändern, wir müssen was verändern. Aber nicht, weil wir das alles so blöd finden, sondern weil wir es eben lieben und weil wir Europa in Zukunft führen wollen, wollen wir etwas verändern. Und was ist nicht besser oder was wäre nicht besser, als eine junge Frau damit zu verknüpfen, Ende 20, die ja sozusagen diese Generation, die sich Europa auch zurückholen muss. Denn das ist eine Generation, die auf die Welt kam. Da war das alles selbstverständlich mit Europa. Die Grenzen waren auf, die Mauer war weg. Und diese Generation ist eben auch gefordert, sich dieses Europa, für das wir und unsere Eltern, Großeltern gekämpft haben, zurückzuholen. Und insofern ein schönes Plakat mit unseren Farben, gelb, blau, magenta und einer frischen Kandidatin. Und ich freue mich, dass es da ist, DIN A0. Wir werden es 1300 Mal plakatieren in Düsseldorf. Also wer in diese Stadt kommt, außer den Großplakaten mit der Spitzenkandidatin Nicola Beer, wird das der Haupttreffer sein. Also Düsseldorf ist weiblich und gibt richtig Gas. In diesem Sinne, da wo das Plakat ist, ist eine coole Stadt und da können Sie Ihre Stimme abgeben.